Ich habe seit meinem 12. Lebensjahr nicht mehr das Verlangen gehabt zu spucken. Die Außenseite des verzierten Spucknapfes ist wunderschön, im Gegensatz zur Innenseite. Okay. Kann man nicht, dass es da Ärger gibt? Jetzt da durchgehen? Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Oh, Verzeihung, haben Sie etwas gesagt? Er sagen, du nix geh in Toilette, du lesen Schild, Kumpelchen. Kumpelchen? Es verlieren ein wenig durch Übersetzung. Indem ich die Notiz ganz fest anstarre und dabei meine Augen leicht zusammenkneife, erkenne ich, dass ich kein Wort lesen kann. Ja, was steht denn dann da? Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart erneut wieder. Dieser Schuppen ist aber wirklich schwer zu finden. Oh ja, höchst exklusiv. Mitgliedschaft bestimmt nicht mehr als, wertiger Herr, was Sie schätzen von Bevölkerung in Dorf, mengenmäßig. Bitte? Ach so, keine Ahnung. Höchstens ein paar tausend. Dann, ich schätze, Mitgliedschaft nicht mehr als höchstens ein paar tausend. Okay. Was wissen Sie von dem Jungen auf dem Markt, Neo? Neo? Ah, Ayubs Junge. Zu groß für Sandalen. Ich spreche hervorwiegendes Englisch. Und er lachen. Er sagen, Ultar, du Riesenochse. Du spaltest Infinitive. Ich antwort, ich spalte dein Kopf, wenn du stillhalten lange genug dafür. Reichlich lustig, ja? Yeah. Umwerfend komisch. Sie sollten Ihre eigene Show im Privatfernsehen haben. Was wissen Sie über den Kebab-Verkäufer? Ein höchst unglücklicher Mann. Ultar sagen, lachen mal, Kumpelchen. Vielleicht passieren gar nichts. Und er sagen, Schnauze, Ultar. Schlimmer geht's ja wohl kaum. Doch. Arto machen dabei Gesicht wie Nieselregen an Mittwochnachmittag. Was immer das sein mag. Könnten Sie mir übersetzen, was das Schild hier bedeutet? Stehen drauf, Türe bleiben zu, bis Bürste zurückkommen. Unterschrift Manager. Ah ja? Und was heißt das? Manager kaufen wunderschönen neuen Toilettenbürste. Lassen alleine bei Waschbecken nur 10 Minuten. Zurückkommen, Bürste gestehlt. Gestohlen. Nicht einmal ausgepackt von Plastik. Er ist sauer. Verschlossen Toilettentür sagen, niemand benutzen schöne funkelnde Toilette, bis Bürste wiederkommen. Wir sagen, was wir anfangen bis dann, eh? Er sagen, Beine kreuzen und überlegene Willenskraft anwenden. Und das macht ihr alle seither? Nein, Ultar benutzen Eimer. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Natürlich. Ja? Was können Sie mir darüber sagen? Große Skibob-Band in die 60er. Nein, die meinte ich weniger. Wer hat das Bob in das Bob-Skibob-Doo-Wop gepackt? Ja, ja. Eine der ewigen Fragen des Universums. Okay. Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Dankeschön. Wir besorgen den Matten Klobürste. Denke ich mal. Die Frage ist nur... Oh. Kann man da? Am Stand baumeln die Kebabs am Baldachin. Für ein Marketingmittel fehlt hier aber etwas. Und auf jeden Ich vermute, einfach so aufs Land hinauszugehen, ist eine prima Möglichkeit, sich zu verlaufen. Na toll. Dann reden wir mit dem Tobi. Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen könnten. Klar, Junge. Für einen amerikanischen Mitbürger habe ich immer Zeit. Mein Name ist Henderson. Dwayne Henderson. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Henderson.
Teufel, Junge, ich bin nicht im Büro. Nenn mich Dwayne. Okay, okay, Dwayne. Ich heiße George Stobbart. Hoch? Ich habe das mittelalterliche Bildnis einer Frau gesehen. Königstum oder Adel, irgend so etwas. Sie schaute in einen Spiegel. Aber das Abbild stellte einen Mann mit drei Gesichtern dar. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie brauchen eine Therapie. Glauben Sie, Bullen haben hier einen besonderen Stellenwert? Außergewöhnliche Frage, George. Nein, das glaube ich nicht. Haben Sie mit Neo gesprochen? Neo? Er ist der Junge an dem Plunderstand, stimmt's? Ja. Ja, wir haben ihn getroffen. Er ist ein kluger Junge. Spricht vier Sprachen und war nicht einen Tag in der Schule. Er könnte es weit bringen. Allerdings hat er versucht, uns so einen Plunder anzudrehen. Sie werden hier nichts Wichtiges finden. Ich weiß das. Und Sie wissen das. Aber versuchen Sie mal, das Pearl zu erklären. Sie glaubt, in diesen öden Ständen wären echte Antiquitäten versteckt. Sie sind weit weg von zu Hause, Dwayne. Könnte dasselbe von Ihnen sagen, George. Ich bin nur auf Urlaub, das ist alles. Ohne Fotoapparat? Etwas nachlässig, von so weit herzukommen. Fotografisches und Gedächtnis. Und keine Bilder zu machen. Was dagegen, wenn ich ein Foto von Ihnen mache, George? Was? Wozu? Oh, Sie hätten mich warnen können. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder, George? Die Leute zu Hause werden sich sehr dafür interessieren. Wo ist Ihre Frau, Dwayne? Pearl. Oh, sie ist hier irgendwo auf der Suche nach Schnäppchen. Wie lange sind Sie verheiratet, Dwayne? Teufel, muss jetzt schon 30 Jahre sein. Okay. Was machen Sie, Dwayne? Habe ich das nicht gesagt? Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Jupp, wir sind aus Cleveland, Ohio. Pearl schreibt dafür die Gedichte. Sie sollten sie bitten, einige zu rezitieren. Okay. Okay, bis bald, Dwayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. Ist gerade da was aufgefallen? In der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun. Kann das die Klobürste sein? In der Windstille. Ja, reden wir mal. Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste. Ich möchte Ihre Meinung hierzu hören, Sir. Ach, Sie kaufen Kebab? Na, arm? Okay. Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Wenn ich jetzt da wieder reingehe, dann kann ich denen noch erzählen, dass der vorne die Klobürste hat. Denke ich. Wenn ich dem jetzt erzähle, dass der vorne... Hallo, einen netten Club haben Sie hier. Ich frage mich, ob Sie mir wohl helfen könnten. Was? Ich meine, wie bitte? Tut mir leid, ich verstehe Sie. Wenig Überraschung, aber der nix sprechen Englisch. Er habe nix zu... Keine Zunge? Was ist passiert? Ach so. Wetter gewesen. Und er hat verloren. Er gewinnen? Sie sollten sehen, andere Kumpelchen. Oh ja? Okay, dann rede ich mit ihr mal. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Haben Sie das amerikanische Paar getroffen? Haben Ultar getroffen. Ja, Ultarn haben getroffen. Und? Höchst ungroßzügig. Ultar Angebot zu zeigen die Sehenswürdigkeiten von Land. Sie sagen, gibt es was Altes hier? Ultar sagen, ja, natürlich. Natur, sehr alt sein. Sie sagen, nein, irgendwas Altes von Menschenhand.
Ulthar sagen, haben gesehen, Taxi? Keilriemen, älter als Ozymandias, aber sie gegangen. Okay. Wir sehen uns noch, Ulthar. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Ich habe gehofft, dass man mit ihm jetzt über die Klobürste reden kann. Lass mich hier durch. So, da hinten kommen wir nicht weiter. Der nutzt weiter die Klobürste, um die Kebab zu besprechen. Und dann will ich jetzt mal zu dem Jungen nochmal gehen. Vielleicht hat der eine noch als Ersatz oder kann mit dem Kebab-Verkäufer reden. Hallo Neo. Hallo Sir, wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Wer ist der Typ, der die Kebabs verkauft? Oh, das ist Arto, ein mieser Kerl. So viel steht fest, Sir. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ist er auch nie. Tag aus, Tag ein Gesicht wie ein nasses Handtuch. Wie immer, die auch aussehen. Spricht er meine Sprache? Nicht unbedingt, nein. Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthurs Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen, vielleicht. Unter Umständen? Vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. Kaufmann? Hier ist doch nicht die Börse. Nun, wenn Sie unhöflich werden. Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie etwas haben, das meine Langeweile lindert. Eine Kugel der Freude. Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens. Du meinst den Ball, oder nicht? Etwas Kleines, Kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht. Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht? Kann ich den Ball zurückhaben, Sir? Also gut, hier ist er. Danke, Sir. Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag. Es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Ja, das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il Agel Kalb. Il Agel Kalb? Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird sich überschlagen, alles für sie zu tun. Wirklich? Wirklich. Okay. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Bin immer gespannt. Es wäre schön zu wissen, was wir denn dann jetzt auf Arabisch sagen. Nicht, dass wir dann... Nochmal hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. Il Ackelkalb? Oh, dreckig! Schlecht! Schlecht! Oh, ich töte dich! Was? Oh, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit! Hier rein. Kommt der jetzt hinter uns her? Ist denn dann jetzt die Klobürstin? In der windstillen Luft hängt. Wo ist denn jetzt die Klobürste hin? Nochmal hallo. Oh, dreckig, schlecht. Okay, okay, ich gehe. Hat uns der Junge die geholt?
Na? Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Hm? Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Ach, cool. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Okay. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Also gehen wir jetzt nochmal nach oben. Geben die Klobürste ab. Und... Oh. Was sind wir da? Nur Teppiche wahrscheinlich. Der Teppichhändler hat eine beeindruckende Kollektion anzubieten. Wenn ich die Zeit und das Geld hätte, könnte ich ihm gut ein paar Läufe abkaufen. Okay, aber wir gehen erstmal hier rein wieder. Und geben... immer die Klobürste, wenn er... Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende... Wenn ich kann... Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sein... Schauen Sie, ich habe die Toilettenbürste zurückgeholt. Sie, Mann der Tat. Allerdings. Nicht Ulta zuwedeln, Manager geben. Okay. Ich will nicht das Wort zu ihm sagen. Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine Tiefgreifende... Wenn ich dann... Dann machen wir das doch so. Bitteschön. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wieder zu bekommen. Ist das eigentlich so ein angeklebter Schnauzer? Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah, anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Schlüssel, cool. Dann können wir jetzt mal die Toilette besuchen und schauen, was uns dort erwartet. Okay, wir haben einmal den Spiegel, wir haben hier... Ein Endlos-Handtuchspender. Können wir da was machen? Okay. Dann haben wir den Spiegel. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Okay, was haben wir hier? Das Toilettendesign unterscheidet sich leicht von dem, was ich gewohnt bin. Aber eine Spülkastenkette ist überall auf der Welt gleich. Ja, dann ziehen wir dran. Ups. Ups. Ja, jetzt haben wir eine Kette. Sonst sehe ich hier nichts weiter. Und dann gehen wir wieder raus. Wenn ich jetzt hier nicht was übersehen habe oder so, dann... Ich will es trotzdem wissen. Wir sagen jetzt diese arabischen Wörter mal zu dem. Vielleicht erklärt er uns, was wir gesagt haben. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei A. Ja. Was bedeutet Il-Akel-Kalb? Wer sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arto sagen. Und Arto dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Ja. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch mieser Arabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Oh. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter?
Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar, meinen Fleisch von Hund. Oh. Okay. Wir sehen uns noch, Ultar. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister.